kleiner Lichtblick für den Tag. Donnerstag, 1. August. Das Wort zum Tag stammt heute aus Matthäus 12, Vers 33 nach der Neues Leben Bibel. Einen Baum erkennt man an seinen Früchten. Ist ein Baum gut, so wird er auch gute Früchte tragen. Ist ein Baum schlecht, so wird er schlechte Früchte tragen. Äpfel aus dem Supermarkt schmecken mir meist nicht besonders. Sie sind zwar auserlesen schön, doch im Gaumen bleibt häufig ein fader Geschmack. Die Verkaufsstrategie geht davon aus, dass sich viele Käufer mit den Augen entscheiden. Im Gespräch mit Pharisäern übertrug Jesus das obige Bild von den guten und schlechten Bäumen und sagte dann in Matthäus 12, Vers 34b, in der Hoffnung für alle Übertragung, »Wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus.« Anders formuliert, wie es innen im Menschen aussieht, erkennt man an seinen Worten. Unser Andachtstext erklärt außerdem, dass die Qualität der Früchte Aufschluss gibt über die Qualität des Baumes. Wenn ich das auf mich beziehe, erschrecke ich vor mir selbst, denn ich hatte mein Innerstes für andere völlig verborgen und kaum erkennbar gehalten. Aber wenn tatsächlich mein Reden so viel Auskunft darüber gibt, wie es im Herzen ausschaut, ist das ein Schock für mich. Ich bin also wie ein offenes Buch. Und darin steht eine ganze Menge über mich. Unzufriedenheit, Neid, Unbeherrschtheit, harsche Kritik oder vielleicht aufgesetzte Freundlichkeit oder halbherziger Umgang mit der Wahrheit. Gott gibt die Möglichkeit, das Problem an der Wurzel zu packen. Er bietet uns an, uns von innen heraus zu verändern, wie es in Hesekiel 36, Vers 26 in der Hoffnung für alle heißt. Ich will euch ein anderes Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Und Gott verspricht, ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz, es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. So Jeremia 31, Vers 33b nach der Hoffnung für alle. Darum seine Bitte aus Sprüche 23, Vers 26a, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Wer mit Jesus lebt, den macht er durch die Verbindung mit sich selbst zu einem guten Baum. Die guten Früchte sind der Beweis dafür, dass Christus in ihm lebt und der Heilige Geist in ihm wirkt. Auch seine Worte spiegeln wider, dass er bei ihm am Wirken ist. Es sind dann die richtigen Worte, die deutlich für jeden von dir reden. Worte, die klären, Worte, die stören, wo man vorbeilebt an dir. Und es sind die heilsamen Worte, die Wunden verbinden. Albrecht Höschele.